Hallo und willkommen zurück. Wir sind eingeladen auf der verrückten Teeparty. Von einer noch verrückteren. Hatte der gerade eben einen Käfer in seinem Pelz drin oder sah das gerade eben nur so aus? Okay. Ich glaube, wir müssen uns hier jetzt verkleiden. Ach, das Hey, ist die Fee. Zunge, oder? Soda Lupa? Viel Spaß! Nocturnit. Muss sein, vertrau mir. Okay, weißes Kaninchen. Dann noch. Kleiner Van Buren erwartet einen verrückten Hutmacher und ein weißes Kaninchen bei ihrer Teeparty. Soda Lupa? Ich hab da so eine Idee. Dafür müsstest du nur das weiße Kaninchen spielen. Fuzula Es Luca. besorgt mich ein wenig, wie leicht du dich zu solchen Sachen überreden lässt. Okay, ist ein. In Ordnung. Du bist weiß, du hast ein Kostüm, du hast ein Geschenk. Jetzt oder nie. Okay. Und wir sollten Darf die. ich vorstellen, das weiße Kaninchen. Das sieht gar nicht aus wie ein normales Kaninchen. Ja, also weißt du. Nur das Beste für diese Party. Pudelup. Wir haben Herr Pudelup. Hoppel hat ein ganz tolles Parfum für Sie besorgt. Parfüm? Ja, hier. Großartig, nicht wahr? Die Damen in Lorem Ipsum tragen das in dieser Saison. Das muss so sein. Kennst du nicht den Spruch, wer schön sein will, muss leiden? Eigentlich dürftest du sowas noch gar nicht tragen. Das ist nur für die Großen. Nur für die Großen? Ja, kleine Mädchen sollen kein Parfum tragen. Nur Damen von Welt. Bin eine Dame von Welt! Der Meinung war Herr Hoppel auch. Erzähl nur deiner Mutter nichts davon. Okay, das erste Geschenk ist schon mal bei ihr. Konnten wir loswerden? Hallo, Kleine. Was willst du? Geh weg! Ach, scheiße, ich muss mich ja verkleiden. Ich muss weiter. Ja, du verfolgst mir noch die Gäste. So, Herr Hoppel ist schon da. Ich muss mich verkleiden einmal. Der Hut, einmal die Schleife. So. Hi. Hutmacher, hast du mein Geschenk? Scheiße, Ich hole eben dein Geschenk. wir brauchen noch ein Geschenk für sie. Okay, Mist, was können wir denn hier jetzt machen? Wir haben noch die Samenkörner. Vögel stehen auf Samenkörner. Meistens sind. Ah. Hey da oben, hast du Hunger? Den konnten wir doch schon einmal damit. Hab ich dich. Ich habe Glück, dass der Vogel eher protokollarische Aufgaben hatte und kein Kämpfer ist wie der Affe. Ja, okay. Können wir den als Geschenk ihr irgendwie geben? Ich habe hier einen hübschen Vogel. Der ist aber wirklich schön. Schön. Und er spricht. Das ist ein tolles Geschenk. Bitte, Herr Vogel, setzen Sie sich doch. Und Sie können sich gleich dorthin setzen, Herr Hutmacher. Aber natürlich, Milady. Wollte sich Ihre Frau Mutter nicht auch zu uns gesellen? Die was? Ist ja schön, dass du Spielkameraden gefunden hast. Aber Mama muss arbeiten. Du hast mir das größte und tollste Geschenk überhaupt versprochen, sobald der Hutmacher und das Kaninchen da sind. Aber Schätzchen, das sind doch nicht. Ich will jetzt mein Geschenk! Wo ist es? Oh,
Scheiße. Aber Schätzchen, wir haben schon darüber gesprochen. Du sollst dich nicht so aufregen. Und ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ich will mein Geschenk! Natürlich. Es ist in Seefels. Und wir haben sie... Du darfst dir etwas im Laden aussuchen. Hier kann ich zurzeit eh nichts ausrichten, wie es scheint. Oh, wir haben sie vertrieben. Und ja, wir sind Gott sei Dank, endlich können wir diese Verkleidung loswerden. Gott sei Dank. Und ja, Na, gehen wir zuerst hier rein. Nachdem wir ihn jetzt hier vertrieben haben, können wir mit... Gute Nachrichten. Sind Sie weg? Ja, klar. Allerdings. War ein hartes Stück Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen magischen Kompass? Was für ein magischer Kompass? Der Geisterkompass, den du mir versprochen hast. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du, Pierre? Nein, Pierre auch nicht. Du hast gesagt, du leihst mir den Geisterkompass, wenn ich die Van Burens vertreibe. So? Und hast du auch gehört, wie ich Piraten-Ehrenwort gesagt habe? Du... Du hast nicht Piraten-Ehrenwort gesagt. Na. Damit gab es nach Piratenrecht keinen Vertrag. Das hättest du wissen sollen, Nate. Aber ich brauche den Kompass. Und ich gebe ihn nicht so einfach her. Auch das hättest du wissen sollen. Raus mit ihm und verriegle das Tor. Das wirst du mir büßen. Was sagst du, Pierre? Fetter Spinner? Sowas würde ich mich nie trauen. Okay, Mist. Wir müssen irgendwie... Jetzt sind wir hier ausgesperrt. Mist. Und der... Der Schläger hat das Tor verriegelt, nachdem er mich rausgeworfen hat. Der Affe ist cool einfach. Mit was spielt er? Er hat den Schlüssel. Aber auf einen Kampf mit ihm kann ich mich auf gar keinen Fall einlassen. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Ach, wir können uns jetzt Leckereien hier nehmen. Wenn die Kleine weg ist, oder? Lecker. So etwas muss man genießen. Ich bin nicht stolz darauf. Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Okay. Handvoll Leckereien. Ich bin gespannt, was wir damit noch machen müssen oder machen können. Aber jetzt schauen wir erstmal zum Orakel hier. Und... Ja, welche Möglichkeiten haben wir hier? Können wir mit ihm reden? Hallo? Ja, was ist denn? Er wird mir wahrscheinlich auch nicht. Dieser kleine Spiegel stammt aus einem Grabmal in Lorem Ipsum. Ist er was wert? Ist das... Es... Oh! Weißt du, was du da hast? Er ist also was wert. Das ist der Spiegel. Der erste. Oh. Tausende von Jahren alt. Stell dir nur vor, was er alles gesehen hat. All die Klassiker, die man sich in ihm anschauen könnte. Tauschen wir den Handspiegel gegen den Spiegel mit Verbindung zu Ivos Zimmer? Ja, ja, natürlich. Weg mit dem Ding. Okay. Wow, früher waren die Spiegel vielleicht klein. Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Der macht alles so zum Fernsehthema hier. Wow, früher waren sie so klein. Okay, Empfänger. Und das hier ist Ivos Spiegel. In Ordnung. Und wieso wir die jetzt vor die Kinder stellen sollen? Hey, ich wollte das sehen. Dauert nicht lange.
Außerdem schuldest du mir wegen der Van Burens einen Gefallen. Na gut, aber beeil dich. Gut, da können wir weiter. Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt müssten wir eigentlich rübergehen können auf den Elfenhain, oder? Ja, reisen wir einfach mal rüber. Warte mal, mit den Leckereien können wir doch das Pferdchen füttern vielleicht, oder? Das steht doch sicherlich drauf. Komm, Butterblume. Hier, bitteschön. Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Yeses. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Okay. Da drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja, flieg hin, aber denk daran, nicht alles auf einmal. Das ist auch vielleicht ein Fehler jetzt. Komm, dann schauen wir nochmal rüber, bevor wir zum Elfenhain fliegen. Was hast du gemacht, Kleine? Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Und jetzt kommt ein Regenbogen, oder? In the Hack. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Ich soll... Das ist... Ist noch warm. Hippodung. Lecker. Oh, diese 2 Handvoll Hippogreifendung in meiner Tasche gehören zum widerlichsten und stinkendsten, das ich jemals mit mir herumgetragen habe. Das schließt den Abend ein, als ich den stinkenden Piet in Strunzen vom Gasthaus nach Hause tragen musste. Oh, klasse. Okay, gehen wir rüber zum Elfenhain. Karte. Und dann. Leinen los. Zum Elfenhain. So, haben wir hier irgendwelche Möglichkeiten? Ach, unser Seil hängt immer noch nach unten, oder? Sehe ich das richtig? Nee, hängt nicht mehr nach unten. Okay, dann schauen wir mal zu Ivos Mutter. Und jetzt können wir doch eigentlich den Spiegel hier austauschen, oder? Nee. Wenn es nicht funktioniert, war es das mit mir. Nicht wehtun. Du musst dir das hier ansehen. Du! Du hast meinem Baby das angetan. Habe ich nicht. Und du solltest dir das hier ansehen. Deine Enkel. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Beate, halt mal deine Kinder im Zaum. Du willst die Zukunft sehen und wissen, was du ihr angetan hast? Ich zeige es dir. Warum fragt ihr Oma nicht, ob sie euch eine Geschichte erzählt? Du sollst mich nicht Oma nennen. Eine Geschichte! Eine Geschichte! Willst du sie hier wirklich gefangen halten, sodass sie dich für den Rest deines Lebens hasst? Oma erzählt die besten Geschichten! Also schön. Was für eine Geschichte wollt ihr denn hören? Nein. Ich habe einmal für Ivo entschieden, weil ich dachte, es wäre das Beste für sie. Es hat mir das Herz gebrochen und es war falsch. Nur einer sollte über Ivos Leben entscheiden. Ivo. Ich warte draußen. Oh, wir haben es geschafft. Weckt sie sich jetzt auf, oder? Ja. Was ist geschehen? Du hast mich betäubt. Mach nicht so schnell, Liebes. Wie viel Zeit ist vergangen? Nur wenig. Der Mensch ist noch hier.
erwartet draußen. Nate ist noch hier? Nate ist noch hier? Er hat mich überzeugt, dich aufzuwecken. Ivo, ich wollte das nicht. Man kann gute Intentionen haben und trotzdem das Falsche tun. Und Entschuldigungen machen es nicht ungeschehen. Nein, das tun sie nicht. Man kann nur versuchen, es wieder gut zu machen und muss darauf hoffen, dass einem verziehen wird. Ivo! Leb wohl. Oh je. Was dauert denn da so lange? Ich habe das hier geholt. Rutsch, rutsch, Levo! Bist du in Ordnung? Alles klar. Papa meinte, das ist zum guten Teil dein Verdienst? Ich wollte dich nicht einfach da liegen lassen. Und wo ich gerade dabei war, habe ich Lorem Ipsum entdeckt. Dann hilfst du mir, Alistair zurückzuverwandeln? Ja, klar. Was heißt hier dir helfen? Das Vieh und ich haben all die Arbeit gemacht, während du geschlafen hast. Oh, du... Au! Wir holen Alistair zurück, mehr nicht. Das ändert nichts, in Ordnung? Nichts anderes will ich. Und jetzt endlich weg hier. Bring Abstand zwischen mich und meine Mutter. Ja, du hast es gehört, Vieh. Leinen los! Und wir haben es geschafft. Wir sind aufgeweckt. Neuer Erfolg hier, den wir jetzt gerade bekommen haben bei Steam. Und ja, jetzt können wir uns überlegen, wo es dann in der nächsten Folge weitergehen soll. Wo werden wir hinfliegen? Machen wir nochmal Lorem Ipsum? Schauen wir noch Tortuga? Oder ja, was ist der richtige Weg, den wir machen können? Ich habe noch keine Ahnung. Und vor allem, was ist das da hinten für eine Stadt? Okay, das erfahren wir dann morgen in einer neuen Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns morgen dann. Bis dann, ciao, ciao.